Grüß euch. Heute gibt's nach längerer Zeit einmal wieder ein Kochvideo von mir. Und zwar habe ich mir überlegt, heute gibt's einen Hackbraten. Die Zutatenliste findest du in der Beschreibung und kriegst das ja auch mit, wenn du mir beim Kochen zuschaust. Also dann backen wir so. Erst einmal mache ich die Vorbereitungsarbeiten und erhitze ca. 500 Milliliter Wasser, um eine Gemüsebrühe zu machen. Dann habe ich hier ungefähr 120 Gramm Gnädelbrot. Ich kann natürlich auch Semi vom Vortag fein schneiden, aber ich habe jetzt nur ein Gnädelbrot gehabt. Und um das Gnädelbrot einzuweichen, verwende ich kein Wasser, sondern eine heiße Milch. Das sind jetzt ungefähr 300 Milliliter Milch, die ich jetzt gerade erhitze. Das Gnädelbrot salze ich jetzt schon mal. Und tue die erhitzte Milch drüber. Gemüsebrühe ist jetzt auch schon fertig. Jetzt schneide ich eine mittelgroße Zwiebel, ganz klar. Ungefähr einen halben Bund krauser Petersilie. Ein halber die Paprika habe ich noch, die kommt auch mit rein. Drei bis vier Gewürzgurken. Naja, da reichen drei. Das wird jetzt alles zusammen in einer Pfanne leicht angeschwitzt. Jetzt noch die Petersilie drüber, genau, lasse ich jetzt leicht anschwitzen, also nicht braun werden, sondern wirklich nur glasig. Danach schalte ich die Herdplatten aus und lasse das Ganze, das darf ruhig abkühlen. Das kommt dann mit in die Hackbratenmasse, aber zuerst tue ich es pürieren. Ist natürlich nicht zwingend erforderlich. Ich mache es einfach deswegen, weil bei uns nicht jeder Paprika, Gurke, Petersilie in Stücken mag. Während die Masse jetzt am Abkühlen ist, kümmert ich mich um einen Teig vom Hackbraten. Dazu brauche ich ein bisschen Rosmarin, etwas Thymian und einen kleinen Hauch Kreuzkümmel. Der kommt jetzt gleich in Mörser rein. Das Hackfleisch ist halb Rind, halb Schwein. Das habe ich heute frisch vom Metzger geholt. Das werde ich jetzt erst einmal gesalzen. Pfeffer aus der Mühle. Jetzt tue ich Thymian, Rosmarin und den Kreuzkümmel, den ich ein bisschen gemörsert habe, auch noch über das Fleisch drüber. Das riecht schon wunderbar. Jetzt hat nur Paprika. Ich nehme dazu nur orientalisches Gewürz. Das heißt Kapsa. Das ist aber kein Muss. Also du machst das so, wie du das magst. Bisschen scharfen Senf,
einen süßen Senf. Und zwei Eier. Kann ich schon mal anfangen, die ganze Masse zum Vermengen. So schaut es jetzt vermischt aus. Ist aber noch nicht das Endresultat, weil das wird jetzt noch püriert und kommt dazu. Fertig, das kommt jetzt da noch mit rein. Mein Backofen habe ich jetzt schon mal auf knapp 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Jetzt tue ich die pürierte Masse in meine Hackbratenmasse. Wie gesagt, das musst du nicht. Mir persönlich würde es jetzt auch nicht stören, wenn da was stückig drinnen ist, aber manche mögen es halt nicht. Und es ist auf alle Fälle gut, damit eine richtig homogene Masse entsteht. Das tue ich jetzt zuerst einmal mit dem Löffel vermischen. Schmeckt schon richtig lecker. Gut gewürzt. So, und jetzt mit den Händen. Meine Hände sind gewaschen. Da fällt sich gar nichts. Jetzt mache ich eine richtig schöne Masse. Schaut jetzt so aus. Und jetzt kann ich mir schon meine Reihen vorbereiten. Da nehme ich jetzt halt ein Stück Butter. Naja, mehr vielleicht. Und damit ich das richtig gut verteilt kriege, nehme ich einfach ein Küchengerät. Kriege ich nicht so arg batzige Finger. Und es verteilt sich einfach auch besser. Nochmal Hände waschen. Gut, und jetzt schauen wir mal, ob der Teig die richtige Konsistenz hat. Ja. Der kommt jetzt rein in meine Pfanne. Ich weiß, du siehst das nicht, aber gleich zeige ich es dir. Das mache ich jetzt so in Form von einem Brot, sage ich jetzt mal. Also so schaut das jetzt aus. Und jetzt kommt es ab in den Backofen. Circa 40 Minuten bei 180 bis 200 Grad, würde ich jetzt einmal sagen. Die Gemüsesuppe, die ich mir vorbereitet habe, die habe ich nicht vergessen. Mit der tue ich immer wieder mal ein bisschen aufgießen. Und weil ich Knoblauch zwar wahnsinnig gern mag, aber nicht wirklich gut vertrage, oh, da hängt noch eine Schale drauf, werde ich die halber die Zehen jetzt einfach in große Stücke schneiden und einfach mit dazugeben. So gibt es ein bisschen einen Geschmack ab und ist aber nicht so ganz penetrant. Das Gute beim Hackbraten ist, dass du eine da kannst, eigentlich was du willst. Wenn du sagst, ich mag aber keine Zwiebel oder ich mag aber keine Paprika, dann lass das einfach weg. Du hast auch stattdessen einen Käse, eine da, Kapern oder ja, was auch immer. Jetzt gieße ich gleich mal ein bisschen mit Gemüsebrühe auf. Ich
So schaut das jetzt aus. Und das darf jetzt erst einmal schön dahin köcheln. Zwischen eine tue ich vielleicht noch ein bisschen mit Öl immer einpinseln oder mit flüssiger Margarine. Ich habe jetzt gerade eine spontane Eingebung gehabt, das habe ich öfters mal beim Kochen, dass ich mittendrin irgendwas abwandelt. Ich habe jetzt gerade im Kühlschrank gesehen, ich habe noch ein Bier, ein Helsch. Und ich habe mir irgendwie gedacht, was mit dem Schweinsbraten geht, das geht mit dem Hackbraten bestimmt auch. Und jetzt werde ich einfach den Hackbraten mit dem Bier immer wieder mal übergießen. Bin ich gespannt, wie das dann schmeckt. Tja. Gut aus. Der ist jetzt so circa 25 Minuten im Rohr, der Hackbraten. Jetzt nehmen wir ein wenig Bier drüber. Jetzt pinsel ich ihn nur ein bisschen ein. Mit so einer Flüssigmargarine kannst du auch Butter nehmen, muss auch nicht. Es ist einfach nur Geschmacksträger. Ja, 10, 15 Minuten, ich gehe da immer nach Gefühl. Lasse ihn jetzt noch drinnen. Dazu gibt es Kartoffeln, die ich jetzt in Salzwasser mitsamt der Schale koche. Und ein bisschen Kümmel habe ich rein da. Und die schwenke ich dann einfach in ein bisschen Butter und Petersilie. Dazu gibt es noch einen Salat. So schaut jetzt der fertige Hackbraten aus. Geschmeckt hat er wunderbar. Ich wünsche dir gutes Gelingen beim Nachkochen und freue mich über ein Abo für meinen Kanal Einfach Leben.